Auf geht's nach Hogsmeade. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Thank you.
Ich sag dir mal was. Wir könnten ganz bestimmt noch mehr Tierwesen aus Hogwarts stehlen. Niemand vermisst. Ich bin nicht. Zeit, jemandem meine Lektion zu erfahren. Levioso. Incendio. Hier. Und
Nintendo! 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 Sendung!
wird nie. Ein arrogantes Kind. Jetzt!
sein Spaß. Gymnastik rettet dich. Wie fühlt sich das an? Riesenspinne bist. Dein Leben ist so gut wie vorbei. Protego, super. Protego. Pulso. Pulso. Redoktor. Ja, hol mich
das stimmt, weil einen dieser Schüler wird nie mehr. Achterbot.
Jetzt reicht's langsam. Idiot!
nach oben? Cortada! Peleamos! Du warst mir nicht gewachsen.
bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Sieht interessant aus. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade?
Revelio. Du kannst uns nicht aufhalten. Sieht ziemlich dunkel aus. Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Ach, hier. Die alle zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Dieser Raum ist höher, als er scheint. Thank you.
an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Aber das macht ja nichts. In einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags? Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. Was ist es? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Hm.
Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Wenn dieser Vorhang verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch. Incendio! Verbringung! Gaskin! Hindurch! Repulsion! Bombarda! Tagliamos! Lependo! Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Wir sind weit gekommen, doch es gibt noch mehr zu tun. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Ha! Ha!
Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Wo hast du den Imperius-Fluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Omenes nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Noch eine Barrikade? So gut, wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Konfringo! War ja echt eine Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Incendio! Levioso! Konfringo!
bisschen dramatisch, ne? Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr. Klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Auf. Revelio. Incendio. Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Warte mal. Gib noch nicht auf. Das Relikt, sieh nur! Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier.
Egal, was im Tagebucheintrag steht, wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Ist das Ominous? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nicht seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür eure Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen und ihm dabei zusehen? Und wenn die Entscheidung nicht bei dir liegt, dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Genau. Ich würde die Verantwortung übernehmen. Das könnte eure Freundschaft retten. Ich beherrsche den Zauber. Sebastian hat ihn mir beigebracht. Aber ich tue es nur, wenn du einverstanden bist. Das ist verrückt! Unfassbar, dass du mich so etwas fragst. Sebastian wird weiter versuchen, Anne zu heilen. Wenn du ihn jetzt aufhalten willst, vergibt er dir das nie. Na gut. Das ist alles unglaublich. Aber ich nehme an, wenn du diese Verantwortung übernehmen willst, rettet es vielleicht meine Freundschaft zu Sebastian. Das ist ja, was ich dir über die dunklen Künste erzählt habe. Sie haben ihren Preis. Du könntest deine Entscheidung noch bereuen. Tu, was du nicht lassen kannst. Wirke den Zauber, bevor ich es mir anders überlege. Imperium! Geh zur Seite, Ominous. Rühr dich nicht, bis wir außer Sichtweite sind. Mach ich. Sebastian, hierher! Was hast du gemacht? Imperio. Ansonsten hätte ich mich durchkämpfen müssen. Ominous, es tut mir leid. Sebastian, wir müssen gehen. Haben wir falsch gehandelt? Du brauchst das Relikt. Ich weiß, aber doch nicht so. Ominous und ich sind uns einig. Es ist etwas völlig anderes, ob man Imperio ohne Wissen seines Opfers wirkt oder ob man die Erlaubnis dazu hat. Ich verstehe, was du sagst, wirklich, aber... Ich habe die volle Verantwortung übernommen. Ich gebe dir mein Wort. Ominous und ich haben uns immer umeinander gekümmert. Ich hoffe, er weiß, dass sich das nie ändert.
Wie lang hält der Zauber an? Wie lang muss Ominous in der Gruft bleiben? Der Fluch ist bereits aufgehoben. Er wird den Weg aus der Katakombe finden. Genau wie wir. Er schafft das schon, Sebastian. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Wenn ich Fig oder dieses Kind wiedersehe, bekommen sie, was sie verdienen. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilung. Hier nicht. Thank you.
Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet! Mit einem unverzeihlichen Fluch! Aus diesem verdammten Buch! Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Rebellion. Contringo. Revelio. Was dachte er sich nur? Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Renrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss.
du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian?